meine Lieben, hier ist Verena von Stamping Kreativ. Ich habe euch heute diese Karte mitgebracht. Ich habe euch ja schon im letzten Video gesagt, dass ich darüber noch ein Video mache, wie ich sie gewerkelt habe. Ihr braucht dazu einen ganz normalen Farbkarton als Grundkarte, wieder eine Hälfte DIN A4 Blatt, gefalzt bei 10,5 cm. Abgeschnitten genau bei 14,8 cm. Hier haben wir hier einen melorroten Karton als Zwischenblatt, hat die Maße 10,1 x 14,4 cm. Dann benötigt ihr noch ein Designerpapier. Das ist das Designerpapier Weihnachtszeit aus dem Herbst-Winter-Katalog, Seite 29. Ich finde es sehr schön, weil es ganz tolle Kupferakzente hat und dadurch passt auch, wie ihr sehen könnt, diese Kupferakzente total schön dazu. Die benötigt ihr auch. Dann benötigt ihr noch das Band in Meeresgrün. Es ist auf der Seite 37 in der Produktreihe Winterblüten zu sehen. Und es ist ein ganz tolles Samtband und passt auch da wunderbar dazu, weil das Papier auch Meeresgrün enthält. Dazu braucht ihr das Designerpapier nochmal in Meeresgrün. Das ist diese Vorlage in 5,1 mal 13,8, bisschen weniger, 13,7 cm, weil dieses Designerpapier hat die Maße 13,8 mal 9,5 cm, also genau minus 1 cm wie die Grundkarte ist. Und da wir das ein bisschen kürzer wollen, habe ich das auch gleich ein bisschen kürzer abgeschnitten, aber nur 1 mm. Und dann brauchen wir die Handstanze mit dem Zweig drauf. Die findet ihr auch auf der Seite 29. Die gibt es im Produktpaket, minus 10%, mit einem ganzen tollen Stempelset. Ich habe mir jetzt nur diese Handstanze gekauft, weil ich das Stempelset nicht brauche. Aber die ist auch schon wirklich schön und passt wunderbar zu Weihnachten. Dazu braucht ihr noch diese Handstanze, das Fähnchen, die ist auch wirklich, also man braucht die wirklich oft und ich habe mir die erst nach einer Zeit gekauft, aber jetzt benutze ich die fast täglich. Also wirklich, wirklich gut. So, dann fangen wir auch jetzt gleich an. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's. Genau. Ihr braucht natürlich das Set Zauber von Weihnachten noch. Der Spruch ist dieser hier mit Stunden und glückliche Erinnerungen. Ich habe dazu ein Framelit vom Winterbouquet hergenommen, von der Produktreihe Winterblüten. Und ihr könnt aber schauen, vielleicht passt auch irgendwas anderes, wenn ihr das nicht habt, vielleicht irgendwas Ovales. Mir hat es nur so gut gefallen und deswegen habe ich das genommen. Es ist nämlich ein kleines und ein großes. Und wenn man das drüber setzt, dann schaut es aus, als ob es ein Rahmen wäre. Genau, das habe ich noch auch in Merlot-Rot gestempelt schon mal. Genau, dann fangen wir auch gleich an. Wir brauchen als erstmal diese zwei Designerpapiere und unsere Stanze. Bis zum Anschlag, vorne und hinten. Das kleben wir gleich auf. Ah, was ich noch vergessen habe, ihr braucht auch die Schnur in Kupfer. Das Garn, wisst ihr? Das brauchen wir auch noch. Das kann man hier vielleicht sehen. Genau. So.
So, gerade hinlegen und dann das hier mittig reinkleben. Schaut bitte, dass die Abstände stimmen, oben und unten, links und rechts. Aber das wisst ihr schon. Ungefähr mit Dicke. Dann brauchen wir unser Designerpapier. Das legen wir hier gleich drauf. Dann dazu, wo ist unser Stern da? Fädeln wir den Stern hier ein und legen uns den mal hier hin. Wenn wir das mit unseren Stunden und Erinnerungen noch ausmessen müssen. So. Und legen wir das auf. So, das ist übrigens Wildleder. Es ist im Designerpapier auch enthalten, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Dann brauchen wir unsere Handstanze 2 und ein Stückchen Meeresgrün für unsere Zweige. Und genau für einen. Und ich habe hier noch so einen Rest Kupferfolie. Dann legen wir die uns so drüber. Immer ein Kupferzweig und ein Meeresgrünzweig. Einfach so am Ende drauflegen und ich lege dann einen Kupferzweig auf einen meeresgrünen Zweig, dass einmal der vorne ist. Also einmal Kupfer umliegt und einmal Meeresgrün umliegt. Genau. Dann haben wir unsere Erinnerung. So, und dann klebe ich das hier so. Drauf. Ihr kennt mich schon, ich mache das wieder mit meinem Klebeband. Das ist am einfachsten und das haltet auch gescheit. So. Andersrum. So. Genau. So, und der kommt jetzt hier, so rum. So nach unten, genau. So. Und das kommt jetzt hier in die Mitte von unserem grünen Designerpapier. Und der Stern kommt mit dem linken oberen Zacken drunter. Also das heißt noch ein bisschen so nach links. So. Schaut das gut aus. Genau. Wenn ihr das ungefähr habt, dann könnt ihr das Band schon mal festkleben. Ich nehme dann natürlich wieder mein Klebeband. So.
Wir halten den jetzt hier fest. Über den Stern braucht ihr euch keine Gedanken machen. Der verrutscht nicht, weil das dunkelgrüne Blatt, dunkelgrüne Band so dick ist. Also normal eigentlich nicht. Aber es macht dann nichts, weil wir schieben einfach den Stern wieder ein bisschen hin. So. Schön gerade. So. Genau. Dann habe ich euch ja schon gesagt, wir brauchen unseres Kupferband. Ich lasse die Spulen immer ganz gerne in den Plastiktüten drin, weil dann gehen die nicht so auseinander. So. Ihr braucht ganz schön viel. So, wir machen nämlich diesmal kein Kreis, sondern ich zeige euch jetzt was anderes. So. In der Mitte kleben wir ein kleines Dimension, ne? Und dann legen wir uns das Band auf von hier, wo die Zweige aufhören, bis hier rüber. Da halten wir es fest und dann legen wir es wieder zurück. Ja? Und das macht ihr jetzt so lange, bis euer Band aus ist. Und den Rest lasst ihr einfach. Ist egal, müsst ihr nicht abschneiden. Stattdessen schneiden wir uns jetzt diese Schlaufen ein. Alle. Also ein bisschen abschneiden, dass es ungefähr dieselbe Länge hat. So. So. Da ist noch eine. Ich finde das ganz witzig, mal was anderes. Genau, so. Also normal, der Stern bewegt sich eigentlich nicht und der hebt ja, also die müsst ihr jetzt nicht nochmal fixieren. So, genau. Dahinter kommen auch die Menschen aus. Ich habe wieder nur die Kleinen. Ich nehme jetzt die Kleinen wieder her. So. Meine nächste Sammelbestellung, falls es jemand interessiert, wäre der nächste Sonntag. Also heute habe ich die Videos online gestellt. Heute ist für euch der Katalog gültig. Und nächste Woche am Sonntag, also ihr habt jetzt ein bisschen Zeit euch zum Überlegen, was brauche ich nicht. Könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben mit Artikelnummer, Preis, Seite vom Katalog. Und ich bestelle für euch gerne mit. Gar kein Problem. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch anrufen. Alles steht auf meiner Internetseite. Und die Karten, die ich gerade für euch mache, stelle ich auch ins Internet. Und mit den ganzen Artikeln, die ich gebraucht habe. Ne? So. Man soll entweder reden oder basteln, aber nicht beides auf einmal tun. So, jetzt. Das ist ein bisschen schief. Jetzt. Und deswegen. Genau, jetzt passt es aber ungefähr. So. Genau. So, jetzt da. Ah, wenn das bei euch auch so weit überlappt, ich schneide das auch dann wieder ab. Vielleicht brauche ich das mal für irgendwas, wer weiß. Ich peil's auf. Ich peil alles auf. Jede kleinen Schnipsel peilte ich auf.
Manchmal brauche ich sie auch, wenn ich nur eine Kleinigkeit ausstanzen muss oder ein kleiner Stern oder so. Also wenn es größer ist, wie sage ich jetzt mal, ein Quadratzentimeter, behalte ich es auf. Habe da so Hängelaschen und da tue ich die ganzen Schnipsel rein. Das ist wirklich eine gute Sache. Muss die Karte immer hochnehmen, weil sonst sehe ich das nicht. So, sonst seht ihr meinen Kopf. Deswegen nehme ich sie mal ein bisschen hoch. Dann sehe ich genau, was passt und was passt nicht. So, jetzt. Die Finde-Accessoires, da wir diesen Stern haben, brauchen wir gar keine Perlen oder sonstiges. Ich finde die Karte so gut. Ich zeige euch auch nochmal die anderen. Genau. Bestickte Etiketten, ich weiß es noch. Gut. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich poste sie alle nochmal auf meiner Internetseite und schreibe euch auch alles dazu, was ich genau verwendet habe und wo ihr das auch findet. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Eure Verena von Stampin' Kreativ. Servus!